Hallo, willkommen zur letzten Woche des Kurses Fit für den Hochschulalltag. In dieser Woche wollen wir Abkürzungen unter die Lupe nehmen, die im Hochschulalltag eine enorm wichtige Rolle spielen. Doch viele wissen nicht, was dahinter steckt. Das wollen wir euch erklären. Manche Abkürzungen sind nur einzelne Buchstaben wie ECTS oder LMS. Andere bilden richtige Wörter, wie zum Beispiel ASTA oder BAföG. Und wiederum andere können sogar mit bekannten Personen assoziiert werden, wie zum Beispiel Erasmus. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen Abkürzungen? All das wollen wir in dieser Woche erklären. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.